Ja, ich darf jetzt jemanden ankündigen, den ich, lass mich überlegen, vor 2 Monaten das erste Mal virtuell in Form eines Bewerbungsvideos begegnet bin, denn er hat sich beworben bei Germany's Next Speaker Star. Und Michael hat mich total fasziniert und ich glaube, dahingehend ist auch sein Thema heute, über das er spricht. Er macht einfach, er tut einfach, er stellt sich den Herausforderungen, er lässt sich, glaube ich, von nichts aufhalten, denn er hat sich auch als einer der Ersten mit einem Video beworben, wo ich gesagt habe, Michael, das passt leider nicht von der Tonqualität und du könntest vielleicht ein bisschen die Struktur auch nochmal überdenken. Und er sagte, okay, alles klar, Katja, mache ich, und hat das nächste Video geschickt. Ich sage, Michael, ist auf jeden Fall schon wirklich besser, aber du könntest da vielleicht doch nochmal an der anderen Stelle feilen. Sagt er, okay. Ich tue. Und dann hat er das dritte Bewerbungsvideo geschickt. Also wirklich, wo ich sage, und dann hat er noch angerufen und gefragt, ob ich es auch bekommen habe. Also das ist etwas, was ich heute auch festgestellt habe im Gespräch. Er macht, er tut, er kämpft für das, was er will. Er möchte auf die Bühne, er möchte sprechen, er möchte das, was er selbst erlebt hat, auch weitergeben an die Menschen. Und sein Thema heute lautet Herausforderungen und er wird das Ganze mit der Metapher des Co-Piloten heute für euch rüberbringen. Und ja, begrüßen mit einem herzlichen Applaus Michael Weihrauch. Ja, vielen Dank für die Anmoderation, liebe Katja. Vielen Dank auch an euch als Gast dabei zu sein. Und ja, das Thema Herausforderungen, wie gesagt, ich hatte 3 Versuche bei dem Germany's Next Speaker Stars Videos zu machen. Die 3, also die 2 waren sehr schlecht. Auch für mich war das eine Herausforderung, das zu machen. Ich habe die Challenge angenommen. Ich setze mir immer Challenges. Zum Beispiel, ich gehe einmal im Monat live bei Instagram oder Facebook. Da mache ich auch die Challenge. Suche mir Themen raus, spreche über die Themen. Wie auch die Thema Herausforderung. Die Thema Herausforderung ist für mich elementar wichtig als Unternehmer oder Unternehmer, egal in welcher Größe du bist oder als Mitarbeiter, solltest du das nicht außer Acht lassen. Nimm dir die Challenges an und ich nehme mir die Challenges an, wieder das Sportthema für mich reinzugehen ins Training, weil Training ist nicht verhandelbar. Von Martin Limpeck habe ich das übernommen jetzt mal. Wo ich sehr, sehr schätze, der liebe Kollege, weil er mir gibt sehr viel, aber ich muss auch natürlich sehr viel machen und es ist für mich halt eine Herausforderung in dem Thema Sprechen, weil ich, da muss ich sehr viel noch üben und trainieren. Und deshalb nochmal mein Tipp, setzt euch jeden Tag Challenges, egal was ihr macht, ob jetzt privat oder geschäftlich, und sucht euch einen Co-Pilot, der mit euch den Weg geht nach oben. Der Weg nach oben, der ist ja nicht wie eine Kurve, steil nach oben, wie ein Flugzeug oder eine Rakete, sondern es ist eine Treppe. Und auf der Treppe kannst du stehen bleiben und auch mal ausruhen und auch mal durchatmen. Und jetzt muss ich aber improvisieren, weil das Ganze ist jetzt wirklich live. Ich habe überhaupt das Thema noch gar nicht angesprochen, weil es auch für mich eine Herausforderung ist, wieder 5 Minuten sprechen und ich weiß gar nicht mehr, was ich euch noch alles erzählen soll. Deshalb, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. 2:30. Wow. Aber Rainer hat schon so viel überzogen. Ja, ja, meint nicht. Ist alles nicht. Nein, man muss nicht. Wie gesagt, sprecht mich gerne an und gebt mir gerne Feedback. Danke. Ja, dann danke.